Okay. Das ist hier so ein Rätsel hier von wegen YXAB drücken oder was? Wir werden bestimmt selber auch nochmal Schlösser knacken dürfen irgendwann. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Brot. Wir nehmen mal das Brot mit. Das liegt hier bestimmt schon ein bisschen länger, aber das ist ja nicht schlimm. Ist so ein Halbtoter. Ist das hier der Verstorbene? Bestimmt nicht, oder? Wo wollen wir die sonst wissen, dass der tot ist? Den Schrein untersuchen wir. Mondklinge beschädigt erhalten. Und wir erhalten Stufe 3. Oder wir erreichen Stufe 3. Okay. Und wo sind die anderen beiden? Keine Ahnung. Nicht mehr hier. Na gut. Seht, was ich gefunden habe. Ein Ausschnitt. Wie aus den alten Erzählungen. Sieht für mich allerdings ziemlich ruiniert aus. Du solltest einen Schmied ausfindig machen, der sie aufarbeitet, bevor du sie im Kampf verwendest. Wo wir schon davon sprechen, bist du sicher, wirklich jemand zu sein, der mit einer Klinge umgehen sollte? Ja, etwas Übung kann nicht schaden. Zugegeben, etwas Übung könnte nicht schaden. Also jetzt, wo unser Streit beigelegt ist, können wir nach Venedig zurück. Und wegen dieser seltsamen Fremden auf der Straße ist es wohl sicherer, wenn wir zusammenreisen. Komisch. Ich muss dir zustimmen. Einmal. Ich muss auch nach Venedig. Dann kannst du uns gern begleiten. Wir warten auf dich am Tunneleingang und durchqueren diesen dunklen und gefährlichen Gang, sobald du bereit bist. Aber vorher werden wir sicherstellen, dass dich nicht der nächstbeste Schurke in Stücke zerteilt. Lass uns also deine Kampffähigkeiten auf die Probe stellen. Hier und jetzt. Was sagst du? Legen wir los. Ja? Großartig. Kämpfe gegen mich und höre auf meine Hinweise. Einige Feinde sind in der Lage, deine Schläge zu parieren. In diesem Fall kann ein direkter Angriff ihnen keinen Schaden zufügen. Doch wenn du schnell bist, kannst du von den Seiten oder von hinten angreifen. Das tust du, indem du schnell abrollst und gleich zuschlägst. Abrollen nach links oder rechts, dann zuschlagen. Versuch es, jetzt. Abrollen und schlagen. Okay. Visiere einen Feind an, indem du L2 gedrückt hältst. Drücke X war das zum Rollen und bewege den Analogstick in die entsprechende Richtung. Drücke den Aktionsknopf, das müsste A sein, zum Zuschlagen. Ja, nicht so. Okay. Ich bin erstaunt. Du bist schnell und scharfsinnig. Als nächstes solltest du Kombinationsangriffe lernen. Aber für den Anfang sollte das hier reichen. Du warst überraschend gut. Vielleicht überlebst du tatsächlich, bis wir, sagen wir mal, die Küste erreichen. Ha! Wenn du noch etwas übst, schaffst du es vielleicht sogar lebendig bis zu den Toren von Venedig. Ich könnte mehr Schutz gebrauchen. Könnt ihr mir noch mehr Schutz geben? Das Beste, was wir tun können, ist, dich auf deiner Reise nach Venedig zu begleiten. Und wenn du dabei bist, wird es sowieso mehr Spaß machen, weil dann tatsächlich noch jemand mit Verstand in der Nähe ist. Wir gehen jetzt. Triff uns im Dorf, wenn du bereit bist, nach Venedig zu reisen. Und vergiss nicht, diese verfluchte Klinge reparieren zu lassen. Jede Macht, die du aus ihr erwecken kannst, kann nur von Vorteil sein. Ach ja, und nimm das hier. Es ist mein Reisebericht. Der könnte dir nützlich sein. Gute Idee. Meinen kannst du auch haben, aber vergiss nicht, ihn mir wiederzugeben, wenn du ihn durchgelesen hast. Okay. Reiseberichte von den beiden. Doch, was zählt denn das jetzt? Reiseberichte. Viele hilfreiche Informationen über Venedig. Dies ist eine Sammlung von Tagebüchern, die Nesto und Don mir gegeben haben. Ich habe sie in einem kleinen Kästchen mit einem Bild vorne drauf bekommen. Darin war auch eine Silberscheibe.
Ah ja, also nichts, was ich wirklich selbst mir weiter durchlesen kann. Wo komme ich denn jetzt hier weg? Hier. Gut. Dann gehen wir zurück ins Dorf. Weil beim Schmied müssen wir ja mal diese komische Zange abgeben. Und dann auch nochmal das Schwert reparieren lassen. Dann können wir immer noch den Abstecher hier zu der Einrichtung machen. Wobei wir haben auch schon wieder Attributspunkte, die können wir vergeben, ne? Erstmal machen wir diese Mondklinge da. Und dann weitersehen. Noch so ein toller Pilz. Müssen wir bestimmt auch nochmal irgendwas in der Mine machen. Gehe ich mal einfach von aus. Hallo! Okay. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Nummer 1 tot. Scheiße, jeder wie auch nochmal einer, ich glaub's hackt. So. Alles mitnehmen. So. Wie so viele Assassinen rum sind, ne? Und eigentlich nicht ins Dorf gehen. So, her von uns zu Schmied. Wie kann ich dir helfen? Naja, ich habe deine Schmiedezange. Hier ist die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Ich bin wieder ein Schmied. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. Yay. Hey, wie kann ich dir helfen? Kannst du meine Rüstung noch weiter anpassen? Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Ich komme später wieder. Ah, okay. Geht also nur, wenn ich wirklich beschädigt oder halt, ja, unpassende Rüstung habe. Beschädigte Mondklinge zeigen. Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Darf ich sie berühren? Das ist unglaublich. Woher hast du das Ding? Infusionswerfer, ja. Ich musste eine Fee töten, um sie zu kriegen. Aha, diese Fee hat dir aber eins ausgewischt. Denn das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht einen Kobold findest, der dir den legendären Mondstein verspricht, damit du ihn verschonst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Ach, und bevor du fragst... Nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Ja doch. Sonst Hilfe anbieten hier. Kann ich dir vielleicht helfen? Du hast mir schon genug geholfen. Auf Wiedersehen. Na gut. Dann wissen wir jetzt, warum wir in die Mine wollen. Ich habe noch überlegt, ob ich was zur Verpflegung kaufen will, aber nö. Was ich auf jeden Fall will, ist natürlich nochmal speichern. Weil lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal vorankommen. Und vielleicht Attributspunkte hier vergeben. Falsche Taste. Die hier. So. Genau, da sehe ich ja, für was das zuständig ist. Das hier ist tatsächlich für die Menge an Mana. Das ist, ich habe keine Ahnung, mentale Stärke halt.
Keine Ahnung. Bisschen mehr Gesundheit wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So. Okay. Und dann müssen wir eigentlich immer noch zum Lehrmeister, ne? Ich kann es nicht glauben. Das sind Bauern. Sie haben nicht mal gute Waffen. Ihr habt recht, Meister. Aber es war ein mächtiger Krieger unter ihnen, der schreckliches Chaos angerichtet hat, bis wir ihn erschlagen konnten. Was zum Teufel? Geh und hol sie. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Ich hoffe zumindest. So. Mal kurz einsammeln, was die so haben. Da lag hier noch irgendwo Kupfererz, genau. So, und jetzt du hier. Kannst du gar nichts, kannst du. Da kommen wir vielleicht schon ein bisschen was, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. So, geht doch. Puh, Lederrüstung, nicht passend. Die können wir vielleicht nochmal umschmieden lassen, bevor wir dann in die Mine gehen. Hier ist noch eine Kiste. Mit jede Menge Zeug. Auch mal mitnehmen. Dann will ich noch mal gucken, da hinten beim Schrein, da leuchtet doch irgendwas. Ist das wichtig? Ich habe eine Urne erhalten. Yay. Okay. Können wir die Urne angucken? Urne. Diese. Ach so, kann einfach verkauft werden, alles klar. Und dann? Na dann. So. Ruhen wir aber auch gleich auch nochmal aus. Ne? Also wir gehen jetzt gleich noch zum Lehrmeister. Ruhen uns mal aus und dann. Dann gehen wir zum Ine. Würde ich jetzt sagen. Hey, so, Matteo. Wie kann ich dir helfen? Ich habe eine Rüstung. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Ja, das Ding. Diese Lederrüstung. Dafür musst du wohl noch etwas sparen. Ich brauche dafür tatsächlich 500 Dukaten. Auf Wiedersehen. Okay. Vielleicht kann ich was verkaufen. Bei der Händlerin, die gar nicht mehr da ist. Eines Tages werde ich ein Held sein. Ich werde die Dinge verändern. Du wirst sehen. Ja, ja, Halbbruder. Ja, ja. Okay. Gehen wir ganz kurz schlafen und dann mal weitersehen. So. Aber bis zum nächsten Morgen, bitte. Energie wiederhergestellt. Yay. So, dann gehen wir ganz kurz runter mal zum Lehrmeister. Und dann suchen wir mal die Händlerin auf. Da ist er. Guten Tag. Ah, Scarlett. Willst du noch etwas üben? Ja, bitte. Kämpfen trainieren kann ich auch, okay. Zeig mir, wie man die Assassinen besiegt. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin wie sie. Dafür aber viel hübscher. Nein. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit?
Okay, weiche den Schlägen deiner Feinde aus, um zu überleben. Am besten tust du das während einer Bewegung durch Rollen mit X oder durch Parieren. Wenn du die Fertigkeit erlernt hast, alles klar. So, easy. Glückwunsch, das lief gut. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Okay. Was hat er mir jetzt genau gegeben? Der hat mir doch ein Schwert gegeben, oder nicht? Nicht? Hat er nicht sowas gesagt? Es kann natürlich sein, dass er mir hier dieses Derwisch-Dingens hier gegeben hat. Hm. Naja, okay. Ich glaube, das ist auch das Derwisch-Gedöns, was er mir da gerade gezeigt hat. Ich wollte noch Fertigkeitenpunkte hier vergeben. Scarlet. So, Körperfertigkeiten lernen. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. So. Erstmal diese komischen Tierdingens dann lernen. Dann hier Macht des Schwertes. Das machen wir. Das ist für einen weiteren Sonderschlag. Was ist das? Nimm einen defensiven Stand ein. Schwertpaar, um Angriffe mit von Schwertern und Mondklingen abzuwehren. Aha, es gibt auch noch andere mit Mondklingen. Und dann lernen wir hier noch ein bisschen was von. Mehr habe ich nicht. So, Schwertparade. Kann ich das bei ihm jetzt lernen, wie ich das jetzt hier mache? Ah, Scarlet! Nein. Später vielleicht. Hm. Keine Ahnung, wie ich hier das genau nutze. Aber gut. Das wird mir das Spiel vielleicht nochmal erklären. Nimm einen defensiven Stand ein, um Angriffe von Schwertern. Ja, okay. Aber wofür? Okay, das muss ich dann tatsächlich ausrüsten, ja. Okay.